Und ein herzliches Willkommen zurück, sage ich euch, bei Silence. Ich bin von Lühe, Gameplays als Hobby, und zusammen versuchen wir, einen Jonas zu finden. Wir müssen jetzt aber erst diese Gebetsrollen drehen. Zu einer Zeit, als es diese Welt noch nicht gab, da war ein kleiner Junge nur einen Gedanken vom Tode entfernt. Das heißt, erst brauchen wir Gedanken. Jetzt fragt sich nur... Falsche Rolle. Zu einer Zeit, als es diese Welt noch nicht gab, da war ein kleiner Junge nur einen Gedanken vom Tode entfernt. Wo soll ich wissen, wo der Gedanke ist? Das hier wahrscheinlich. In seinem unheilvollen Schlaf träumte er von Drachen und Lindwürmern, von Monstern, die sich gegenseitig fraßen. Je näher er dem Tod kam, desto größer und grausamer wurden diese Tiergestalten. Das größte von ihnen war ein Wurm, der alles andere verschlang. Zu einer Zeit, als es diese Welt noch nicht gab, da war ein kleiner Junge nur einen Gedanken vom Tode entfernt. Ich habe mir jetzt gedacht, dass das hier der Traum ist, das hier der Tod und das hier das Leben. Dann, ja, Traum entfernt. In seinem unheilvollen Schlaf träumte er von Drachen und Lindwürmern, von Monstern, die sich gegenseitig fraßen. Eben, die sich gegenseitig fraßen, als der Tod, als die Mitte. Je näher er dem Tod kam, desto größer und grausamer wurden diese Tiergestalten. Das größte von ihnen war ein Wurm, der alles andere verschlang. Und dadurch, dass er alles andere verschlang, dachte ich auch an Tod. Also dann hatte ich das hier gedreht. Aber gut, okay, da der Wurm ja wohl lebt. Zu einer Zeit, als es diese Welt noch nicht gab, da nur einen Gedanken vom... Also das da. Je näher das Grün... Dann wohl doch wieder das hier. Da endlich wachte der Junge auf. Er lag nicht mehr im Bett, sondern saß auf einem Thron und er sah, dass er erwachsen geworden war. Während im Schlaf. Er trat ans Fenster, um sich sein Königreich anzusehen. Traumhaft schön war es, voller märchenhafter Seen, Berge und verwunschener Wälder. Von tiefer Ruhe erfüllt, gewahrte er, dass dies der Ort zwischen Leben und Tod war. Zu einer Zeit, nur... Hätte es sein können. Da er lag... Und so taufte der König sein Land Silence. Ha! Oh nein, es geht nicht weiter auf. Macht nichts, hier haben wir einen Spot. Was ist los? Wahrscheinlich verkeilt. Er macht das schon. Na los, Buddy, quetsch dich durch. Nein, zu dick bist du nicht. Der Spalt ist zu dünn. So ist das. Dann machen wir es halt so. Ja, Spotty, prima machst du das. So eine gemeine Zaubertür. Rette Janus und komm schnell wieder zurück. Ich warte hier auf dich. Okay. Spielen wir jetzt mit dem Spot allein? Thank you.
Spot in groß. Der ist ja schon niedlich. Okay. Was für ein Glück, dass ich den Splitter gefunden habe. Verdammt mich! Diese Prüfung ist wirklich hart. Wir suchen unsere Leute zu... Oh. Schon wieder eine Teufelei von der falschen Königin? Vielleicht bist du gar keine Raupe, sondern hast nur ihre Gestalt angenommen. Ach, darum bist du hier. Dich hat die falsche Königin geschickt. Bei allen Suchern von Silence. Du bist der Schlimmste. Beim großen Gambler. Wieder ein Beweis für die Existenz des göttlichen Gestaltwandlers. War das ein Trick? Ich will glauben, dass du mir helfen kannst. Denn glauben heißt hoffen. Was hast du vor? Faszinierend. Scheinbar gibt es nichts, was dich schreckt. Alle Götter seien mit dir. Also er soll jetzt den Splitter wohl holen, so gesehen. Felsbrockenstöpsel. Rechtes Atemloch. Okay, so schauen wir nicht. Okay. Okay. Wie geil ist das denn? Da muss ich hin. Komischer Drache. Trifft mich immer noch. Okay. Okay, das war's wohl nicht. Aber das Nasenloch auf jeden Fall. Ich muss wohl brennen. Thank you.
Das wird einfach nichts. Oh, ich kann das vorhin runtergehen, okay. Was mache ich da eigentlich? Ich finde das Spiel einfach nur geil. Okay, da hoch kommen wir nicht. Okay, irgendwie können wir noch mal in den Drachenmaul. Irgendwas hat es ja natürlich auf sich, dass man sich so klein machen lassen kann. Okay. Jetzt muss ich mich erst wieder groß machen lassen anscheinend. Dass es dem Drachen nicht wehtut, dass man seine Hautsegeln kaputt machen. Und dass man in denen rumkrabbeln kann, ist auch komisch.
eigentlich will ich da runter. Muss ich mich vielleicht auch klein machen? Eine ganze Aufnahme, was heißt Session, aber eine ganze Aufnahme hier nur mit diesem Teil. Quatsch, ich glaube, ich brauche einfach nur das hier. Entschuldigung. Die Raupe ist wohl fast wie sowas wie ein Kaugummi. Doch. Wir haben es geschafft. Wir haben den Splitter. War echt lustig. Sparty, du bist wieder da! Sparty! Du hast es geschafft! Juhu! Und du hast den alten Janus dabei! So alt bin ich nun auch wieder nicht. Hauptsache, du kannst noch laufen. Wir müssen schnell zum Fundal. Und vorher ins Camp. Wer bist du eigentlich? Danke, ihr zwei. Macht's gut. Tschüss, komm bald mal wieder. Ciao! Aber die zwei Steine haben auch ein langweiliges Leben, oder? Zwar immer nebeneinander und der eine kann der andere wohl nicht leiden. Janus! Rini, wie hast du das gemacht? War ganz leicht. Spot war dabei. Hast du den Splitter? Hier ist er. So klein? Ich habe ihn mir viel größer vorgestellt. Hauptsache, er erfüllt seinen Zweck. Oh ja, die falsche Königin kann schon mal ihr Testament machen. Wollt ihr der falschen Königin etwas antun? Aber sicher, wir sind schließlich Rebellen. Verdammt, wie funktioniert er denn nun? Vielleicht durch magnetische Kräfte? Halte ihn mal in verschiedene Richtungen. Nichts zu spüren. Ich denke, Janus weiß den Weg zum Thronsaal. Doch nur, weil er den Splitter gefunden hat. Wollt ihr mich verarschen? Das Mistding funktioniert nicht. Überlass ihn mir einmal. Beim großen Gambler, weise uns den Weg. Was soll der Hokuspokus? Her mit dem Ding! Hey! Tu das nicht! Das ist der letzte Splitter des Spiegels und damit der einzige, der den Weg zum Thronsaal weist. Psst. Wenn die falsche Königin ihn in die Finger kriegt, dann findet keiner mehr den Weg zu ihr. Und sie hat alle Macht über Silence bei sich. Warum erzählst du ihnen das? Der große Gambler will es so. Wenn das stimmt und das hier wirklich der Spiegelsplitter ist, warum spiegel ich mich dann nicht darin? Weil nur der wahre König sich darin spiegeln kann. Womit bewiesen ist, du bist es nicht. Das kann nicht sein. Das ist der falsche Splitter. Hey, die weiße Strähne steht mir richtig gut, findet ihr nicht? Du spiegelst dich darin? Sie lügt. Ha, gib zu, ihr habt es geglaubt. Wenn ich die rechtmäßige Königin wäre, ich würde die Monarchie abschaffen. Sie sieht sich bestimmt selbst. Hey, warum sagt mir denn keiner, dass ich einen Fleck auf der Nase habe? Mitten auf der Nase. Nett von euch, dass sie mich rumlaufen lasst wie einen Clown. Wie kann das sein?
Das ist doch total verrückt. Hey, das ist doch toll. Ich wollte immer schon mal Königin spielen. Meine Krone soll Rubine haben. Das ist kein Spiel, Rini. Du weißt doch, was es bedeutet, der König von Silence zu sein. Du weißt das. Oh, dann bin ich lieber wieder nur ich. Hä? Was redet ihr da? Und wenn du die Königin bist, wer bin denn ich? Ihr Hofnarr. Wer sonst? Na, mein Bruder. Rini, wenn du die Königin bist, dann ist es deine Fantasie, in der sich das alles hier abspielt. Ich bin nur eine Figur darin. Genau wie alle anderen. Du weißt welche. Sedgwick. Ja, juhu. Du bist mein Sedgwick. Achso, muss ich jetzt drücken. Okay. Die Erinnerung kommen wir zurück. Habe ich's nicht gesagt? Total verrückt. Wir sollten Shana befragen. Sie wird prophezeien, dass wir die falsche Königin stürzen, um Rini auf den Thron zu verhelfen. Wenn das unsere Bestimmung ist? Was? Nein, 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 nein. Nur keine vorherigen Schlüsse. Wir gehen zu Shana, sobald es hell wird. Holen uns die Prophezeiung ab und bis dahin keine weiteren Spekulationen. Hinlegen und ausruhen. Alle. Ich halte Wache. Kapitel 2. Hey! Sind wir jetzt in Kapitel 2 oder haben wir Kapitel 2 geschafft? Ich weiß es nicht. Ich nehme mal an, Kapitel 2 haben wir geschafft. Wir sind jetzt bei Kapitel 3. Ja, das wäre ein schöner Bildschirmschoner oder sowas. Aber sowas benutzt ja kein Mensch mehr, Bildschirmschoner. Bildschirmschoner. Kennen das eigentlich noch die ganzen Kinder heutzutage noch? Was ist das? Vielleicht sollte man mal so ein Let's Play über einen Bildschirmschoner machen. Oh. Wow. Meine Heimat. Kalima. Wunderschön. Deswegen konnten die Sura mich wohl nie sehen, wenn ich das kleine Mädchen gelenkt hatte. Oh, hier sind auch schon Sura unterwegs. Solange ich lebe, ist diese Stadt noch nicht verloren. Verdammt! Das war wohl nix. Stadt doch verloren. Das war wohl nix. Ich weiß gar nicht mal, wie die heißt. Wir sind eigentlich schon längst über der Aufnahmezeit. Ich warte eigentlich nur noch auf eine Szene, die endlich mal ruhig hält, damit ich endlich mal beenden kann. Beeilung, na los doch! Das war knapp. Was ist das hier für eine Hütte? Wir stehen zu ihr verrückt. Seid still, verdammt! Haltet die Klappe! Sofort! Ein Käfer. Oh. Wer war das? Ich will keine Luft. Schade, wer sonst? Das war ich nicht. Das war Spot. Der Sucher wird dich mitsamt dem Schwert fressen. Lass mich das machen, Kyra. Bleib hier. Keine Sorge, er sieht mich nicht. Und ihr verrabikadiert euch. Ich bin die Königin. Ich rette euch. So, und jetzt Pause. Also. Ich finde das Spiel echt lustig, das ist cool, also es macht schon Spaß. Es ist kein Actionspiel oder sonst was, aber es ist einfach cool, es ist niedlich, es macht Spaß, es ist süß. Weiß nicht. Wir werden es auf jeden Fall weiterspielen, ist ja klar. Wir werden es fertig machen und ich bin echt gespannt, wie es ausgeht. Und dass der
Kerl, also der Noah natürlich, der Cedric ist, es war ja irgendwie klar. Aber dass sie jetzt die Königin ist, so gesehen die wahre Königin oder so, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber gut, okay. Interessante Entwicklung. Sehen wir weiter, wie es weitergeht beim nächsten Teil. Mit Silence und mit mir von Nöher Gameplays Herz Hobby. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei mir auf der Seite und wir sehen uns. Ihr dürft gern natürlich auch einen Daumen nach oben da lassen. Abo übrigens. Auf Wiedersehen. Tschüss.